Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video oder Podcast geht es um einen sehr alten, ungeklärten Fall. Zugetragen hat sich dieser am 23. Oktober 1969. Das Opfer war der damals 55-jährige Sparkassenangestellte Ernst de Alkin und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 6. März 1970, also noch aus der Schwarz-Weiß-Zeit. Eduard Zimmermann sagt zur Einleitung zu dem Filmfall Folgendes. Im nächsten Fall, meine Damen und Herren, geht es noch einmal um Mord. Genauer gesagt um Raubmord. Die Tat geschah vor etwas mehr als 4 Monaten in Holland. Opfer und Täter aber kamen aus Deutschland. Und vermutlich liegt auch der Schlüssel zur Lösung des Falls hier bei uns in der Bundesrepublik. Das Opfer, der Sparkassenbeamte Ernst de Alkin aus Iserlohn im Sauerland, hat tragischerweise selbst Kontakt zu seinem Mörder gesucht. Er hat ihn nur wenige Stunden gekannt. Der Täter hat in den wenigen Stunden dieser Bekanntschaft mehrere wichtige Spuren hinterlassen, die ihn heute vielleicht entlarven können. Der Filmfall beginnt dann am Zentralbahnhof in Amsterdam. Der Sprecher Wolfram Grönebaum sagt dazu: Donnerstag, 23. Oktober 1969, 15.30 Uhr. Auf dem Zentralbahnhof in Amsterdam kommt der 55-jährige Sparkassenangestellte Ernst de Alkin in der Stadt an. Er ist in Amsterdam kein Fremder. Seit 18 Jahren verlebt er seinen Jahresurlaub in Holland und wohnt stets bei einer befreundeten Familie in Zaandam, 7 Kilometer von Amsterdam entfernt. Und Ausflüge in die nahegelegene Metropole gehören zu seinen festen Gepflogenheiten. Auch für den Nachmittag des 23. Oktober hat er sich einen ausgedehnten Spaziergang in die immer wieder interessante Stadt vorgenommen. In der Darstellung geht Ernst dann durch die Straßen Amsterdams und benötigt beim Laufen einen Stock, den er in der linken Hand hat. Wolfgang Grönebaum erzählt, Ernst hat sich vor einem halben Jahr bei einem Verkehrsunfall den linken Oberschenkel gebrochen und ist deshalb noch etwas gehbehindert. Er lässt sich also Zeit, wenn er durch die Straßen geht. Wenn die Polizei später feststellt, schreibt Ernst in einem Straßencafé 2 Ansichtskarten nach Iserlohn. Und dann wechselt die Darstellung von dem Straßencafé in eine Kneipe, in der gerade A Whiter Shade of Pale gespielt wird. Ich denke mal, den Song kennt noch jeder, war damals von Procol Harum. Der Song ist ja später x-mal gecovert worden. Und als Ernst die Kneipe betritt oder die Gaststätte betritt, sitzt eine Frau an der Theke und raucht eine Zigarette. Ernst zieht seinen Mantel aus und hängt ihn an die Garderobe. Wolfgang Grönebaum erzählt dazu, 3 Stunden nach seiner Ankunft in Amsterdam, gegen 18.30 Uhr, bestellt er in einer kleinen Tagesbar in der Bahnhofsgegend ein Bier. Ein Mann spielt in der Kneipe am Flipper und die Kamera fährt dann auf diesen Mann zu. Dazu erzählt Wolfgang Grönebaum, seit einer Dreiviertelstunde beschäftigt sich hier ein junger Mann an einem sogenannten Flipperautomaten und der Musicbox. Und diese Musicbox steht auch in seiner Nähe, also in der Nähe des Flipperautomaten. Ernst bekommt sein Bier, nimmt es in die Hand und schaut zu einem jungen Mann am Flipperautomaten rüber, da dieser anscheinend sein Interesse geweckt hat. Der junge Mann geht in der Szene dann vom Flipperautomaten zur Musicbox und Wolfgang Grönebaum erzählt weiter. Der junge Mann zeigt dabei eine besondere Vorliebe für eine bestimmte Platte. Wolfgang Grönebaum sagt keinen Titel, aber es ertönt wieder A Whiter Shade of Pale. Der Mann bewegt sich kurz rhythmisch zu dem Song und entfernt sich dann von der Musicbox. Dazu erzählt Wolfgang Grönebaum, als der junge Mann kurz darauf zahlen will, er geht in der Darstellung gerade auf die Theke zu, merkt Ernst, dass der zweite Gast ein Landsmann ist. Der unbekannte Mann sagt, zahlen bitte und fragt, was kostet hier ein Bier? Bin eben erst angekommen. Der Mann hinter der Theke sagt 80 Cent, also niederländische Cent. Und er meint dann, das waren 4 Bier, das macht dann 3,20 Gulden. Der unbekannte Mann gibt ihm das Geld passend und will das Lokal verlassen. Bevor er die Tür öffnen kann, ruft Ernst ihm zu, willst du noch was trinken? Der junge Mann dreht sich um und bewegt sich auf Ernst zu. Sagt dabei, ich muss mal was essen. Und Ernst sagt, aha. Der Mann setzt sich dann neben ihm an den Tresen und Ernst fragt, was isst du denn gerne?
Der junge Mann sagt Toast mit Filet, Steaks. Ernst sagt dann, Herr Wirt, ein Toast mit Steak bitte. Wolfgang Grönebaum sagt dazu, die ersten Worte, die die beiden Deutschen miteinander gewechselt haben, sind vom Inhaber des Lokals überliefert. Dann fragt Ernst den Mann, wo er denn herkommt. Er sagt aus Deutschland. Die Kamera schwenkt dann zum Wirt, der eine Klappe beiseite schiebt, zur Küche und einen Toast mit Steak bestellt. Auf das weitere Gespräch der beiden Männer achtet der Mann dann weiter nicht. Er weiß später nur zu berichten, dass sich die beiden Gäste angeregt unterhalten haben und der jüngere der beiden seinem Gesprächspartner verstohlen ein dünnes grünes Büchlein, vielleicht seinen deutschen Reisepass gezeigt hat. Hin und wieder ging der junge Mann auch zur Musicbox, um seine Lieblingsplatte aufzulegen. Wolfgang Grönebaum erzählt dann, gut eine Stunde später, um 19.45 Uhr, verlässt Ernst mit seinem Begleiter schließlich das Lokal. In der Darstellung hat Ernst gerade bezahlt, das Wechselgeld in Empfang genommen und die beiden haben sich zur Tür begeben. Dazu sagt Wolfgang Grönebaum, dass die beiden Männer zu diesem Zeitpunkt leicht angetrunken sind. Dann wechselt die Darstellung in einen Zug. Eine Mutter und ihre Tochter sitzen dort und unterhalten sich auf Niederländisch. Als Ernst schwungvoll die Tür zum Waggon öffnet und sagt, guten Abend, da wären wir. Sein Begleiter ist direkt hinter ihm. Ernst wirkt sehr glücklich und weist seinem Begleiter einen Platz. Komm Junge, setz dich dahin. Wolfgang Grönebaum erzählt weiter, kurz darauf fahren die beiden Männer dann mit dem Zug von Amsterdam nach Zaandam, dem Urlaubsort des Bankangestellten. Eine Mitreisende aus Alkmaar berichtet der Polizei später über diese Begegnung. Ernst erklärt seinem Begleiter, dass die Fahrt dorthin weniger als eine halbe Stunde dauert und es ihm dort sehr gut gefallen wird. Der sagt dann, ja, ja, also ich muss jetzt mal auf die Toilette. Und Ernst sagt noch, aber mach schnell, wir sind gleich in Zaandam. Der Zug fährt nur 10 Minuten. Ernst spricht dann die spätere Zeugin an, also die mit ihrer Tochter in dem Zug auch unterwegs war, die ich gerade am Anfang da erwähnt hatte. Er sagt zu ihr, verstehen Sie Deutsch? Die Frau sagt, ja, recht gut. Ernst erzählt dann, dass er aus Dortmund kommt, der Bierstadt. Der andere, und zeigt dabei auf den leeren Platz neben sich, kommt aus Düsseldorf. Ja, so sind eben die Männer, wenn sie zu viel getrunken haben, und lächelt dabei freundlich. Die Frau zuckt mit den Schultern und wendet sich wieder ihrer Tochter zu. Wolfgang Grönebaum erzählt dazu, die Frau kümmert sich nach diesem kurzen Gespräch nicht mehr um den Mitreisenden. Dann kommt der Begleiter von der Toilette zurück und setzt sich wieder auf seinen Platz. Dazu erzählt Wolfgang Grönebaum, sie wundert sich deshalb, also die Zeugin, dass der Jüngere sie auch noch anspricht. Dieser hat sich gerade eine Zigarette in den Mund gesteckt und Ernst gibt ihm Feuer. Wolfgang Grönebaum erzählt weiter, bis heute konnte die Polizei keine Erklärung für seine etwas eigenartige Frage finden. Er fragt, Entschuldigung, wie schreibt man Oststraße 13 auf Holländisch? Die Frau sagt dazu, Ost schreibt man in Holland mit zwei O's. Der Mann meint, naja, das weiß ich, aber die Straße und die Nummer, kommt die hinten oder vor die Straße? Die Frau erklärt ihm, wie man Straße schreibt und das buchstabiert sie ihm und dass die Nummer dahinter kommt. Es fällt der Frau dann auf, dass der junge Mann die Adresse in seine Handfläche schreibt und diese seinem Begleiter zeigt. Dann stehen die beiden auf und Ernst sagt, ja, dann wollen wir mal. Sie nehmen ihre Sachen. Ernst verabschiedet sich mit einem Auf Wiedersehen von den Anwesenden im Waggon und beide verlassen diesen zusammen. Dann geht die Darstellung wieder in einer Kneipe weiter. Zwei Männer stehen an einem Billardtisch und spielen Billard. Wolfgang Grönebaum erzählt dazu, in Zaandam werden die beiden Deutschen in den nächsten 2 Stunden in 3 verschiedenen Gastwirtschaften gesehen. In diesen 3 Lokalen verkehrt Ernst seit 3 Jahren. Über seinen Begleiter werden in dieser Zeit nur bruchstückhafte und zusammenhanglose Einzelheiten bekannt. So wird er zum Beispiel von Ernst als Freund dargestellt. Und in der Darstellung sagt er zudem einen Wirt, das ist mein Freund Johnny, den ich in Amsterdam getroffen habe. Ein anderer Mann, der an der Theke sitzt, sagt, hey Johnny, do you speak English? Und der Begleiter sagt, nein, nein, nix Englisch. Und ist anscheinend an weiterer Konversation nicht interessiert.
Dann in der zweiten Kneipe erinnert sich die Wirtin unter anderem daran, dass Ernst, unser Begleiter, die Stadt Wuppertal gepriesen haben. Während der Begleiter sich an der Musicbox zu schaffen macht, erzählt Wolfgang Grönebaum, auch die Vorliebe für die Schallplatte A Whiter Shade of Pale fällt wieder auf. Denn der unbekannte Mann kehrt von der Musicbox zurück und sagt zu der Wirtin, nichts drin da. Dann sieht er eine Platte auf der Theke, nimmt sie in die Hand und sagt, da ist sie ja. Und dann sagt er zu der Wirtin, hören Sie mal, können Sie die da nicht in die Box da reintun? Sie sagt, nee, das geht nicht. Das Apparat ist heute Mittag gemacht, ist abgeschlossen und macht entsprechende Handbewegungen. Und der Begleiter von Ernst sagt dann, na dann nicht, und lässt die Platte auf die Theke fallen. Dann spielt ein anderer Gast die Platte Sugar Sugar von den Archies. Und Wolfgang Grönebaum erzählt weiter, und noch einmal wird deutlich, dass der junge Mann mit großer Wahrscheinlichkeit erst an diesem 23. Oktober nach Holland gekommen ist. Als er an der Theke zahlt und Münzgeld zu der Wirtin gibt, sagt diese ihm, dass das Geld zu wenig ist, 14 Cent. Er sagt, er habe nichts mehr, greift dann in seine Jackentasche und sagt, hier, ich habe noch 10 Pfennig, und gibt der Wirtin diese. Die Wirtin sagt, das ist noch nicht genug, das ist nur 6 oder 7 Cent. Daraufhin entgegnet der Begleiter, das stimmt nicht, der Kurs steht heute bei 90,2. Die Wirtin akzeptiert es dann zähneknirschend und packt das Geld in die Kasse. Dazu erzählt Wolfgang Grönebaum, wie die Polizei später feststellte, stimmte der von dem jungen Mann angegebene Wechselkurs an diesem Tag genau. Und in der nächsten Darstellung sitzen der Begleiter und Ernst dann in der dritten Gaststätte, und zwar an einem Tisch zusammen. Ernst ist deutlich betrunken, legt dem Begleiter den Arm um die Schulter und lallt, Johnny, es war sehr nett hier. Weiteres konnte nicht genau verstanden werden, aber irgendetwas in der Richtung, dass er jetzt nach Hause will. Wolfgang Grönebaum sagt zu der Darstellung, kurz darauf werden die beiden Deutschen in der dritten Gaststätte beobachtet. Wieder trinken sie ein paar Glas Bier, ehe Ernst zum Aufbruch dringt. Gegen 22.30 Uhr verlassen die beiden Männer schließlich auch dieses Lokal. Insbesondere Ernst ist zu diesem Zeitpunkt stark angeheitert. Wenige Minuten später ist Ernst dann in der Wohnung seiner holländischen Gastgeber eingetroffen. Er steht gerade am Waschbecken und wäscht sich die Hände. Er weiß, dass die Inhaber der Wohnung erst nach Mitternacht von einer Geselligkeit zurückkommen werden. Er hat deshalb seinen jungen Freund in die fremde Wohnung mitgenommen. Er ahnt nicht, dass der Landsmann die angebahnte Männerfreundschaft dann für einen brutalen Überfall missbrauchen will. In der Darstellung, in der Ernst gerade mit dem Händewaschen beschäftigt ist bzw. es gerade beendet hat, steht der Begleiter hinter einer halb geöffneten Tür und hat eine große Blumenvase mit Blumen in der Hand und beobachtet Ernst. Dann tritt er hinter der Tür hervor und schlägt ihm die Blumenvase mit voller Wucht auf den Kopf. Und Ernst bricht unter lautem Stöhnen zusammen und fällt auf den Boden. Der Unbekannte nimmt einen Schal von der Garderobe, geht zu Ernst und würgt ihn mit diesem Schal, bis er keinen Laut mehr von sich gibt. Egon Grönebaum sagt dann, mit beispielloser Brutalität sticht er dann mit einer Schere nochmals auf sein Opfer ein. Im Hintergrund setzt er der Titel A Whiter Shade of Pale wieder ein. Wolfgang Grönebaum sagt dazu, Ernst ist tot, der Mörder raubt ihm die Brieftasche und die Armbanduhr. Danach durchwühlt er die Wohnung noch nach Gegenständen. Wahllos rafft er einige Gegenstände zusammen und nimmt schließlich noch eine Jacke des Hausherrn mit. Danach verlässt er die Wohnung. Eine halbe Stunde später wird Ernst von der heimkehrenden holländischen Familie gefunden. Die Polizei erscheint sofort am Tatort. Die Fahndung nach dem Mörder beginnt. Aber der Mann hat bereits einen entscheidenden Vorsprung. 15 Minuten nach Mitternacht erkundigt er sich auf dem Bahnhof in Zaandam nach dem nächsten Zug in Richtung Amsterdam. Er fragt, sagen Sie mal, wann fährt der nächste Zug nach Amsterdam? Der Bahnmitarbeiter sagt ihm, heute nicht mehr, morgen um 5.27 Uhr. Der Unbekannte fragt dann, ob es denn noch einen Autobus gibt? Und der Mitarbeiter sagt, nichts mehr, nur Taxi oder Laufen. Der Unbekannte sagt, Laufen? Der Mitarbeiter sagt, ja, anderthalb Stunden, nach rechts und dann immer geradeaus.
Aufgrund der Antwort wendet der Unbekannte sich dann ab und verlässt das Bahnhofsgebäude. Dazu erzählt Wolfgang Grönebaum, dass er dann nicht zu Fuß nach Amsterdam geht, sondern sich noch 5 Stunden in der Nähe des Bahnhofs herumtreibt. Dort findet die Polizei am nächsten Morgen auch einige der geraubten Gegenstände. Die Darstellung wechselt dann dazu, dass mehrere Männer, also Arbeiter, an einem Tisch sitzen und Kaffee aus Thermoskannen trinken und rauchen. Dazu erzählt Wolfgang Grönebaum, in einem Aufenthaltsraum für Rangierarbeiter wäscht er sich das Blut aus dem Gesicht. Die Männer glauben, der junge Deutsche sei in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Freundschaftlich unterhalten sie sich mit ihm und bieten ihm auch von ihrem Kaffee an. Auf die Frage, woher er kommt, antwortet er aus Barmen. Also Barmen ist ein Stadtteil von Wuppertal. Dann schwenkt die Szene auf den Bahnsteig. Wolfgang Grönebaum sagt, um 5.27 Uhr fährt der Mörder mit dem Zug unerkannt nach Amsterdam. Und wieder erklingt im Hintergrund A Whiter Shade of Pale, als das Signal zur Abfahrt des Zuges gegeben wird. Und mit der Abfahrt des Zuges endet dann die recht lange filmische Darstellung des Falls. Eduard Zimmermann sagt zu Beginn der Nachbesprechung, der ermordete Bankbeamter stammt, wie Sie wissen, aus Deutschland, aus Iserlohn. Aus dieser Stadt im Sauerland kommt deswegen auch der zuständige Beamte, Kriminalkommissar Herzbruch. Sie haben den Beitrag gesehen. Die Polizei kennt mittlerweile viele Einzelheiten über den Täter. Herr Herzbruch hofft nun allerdings, dass er heute dieses Mosaik, er weiß noch nicht, wie die einzelnen Einzelheiten zusammengehören, dass er dieses Mosaik ordnen und vervollständigen kann. Und der Kommissar beginnt dann damit, dass er sagt, wie Sie gemerkt haben, ist der Täter mit großer Wahrscheinlichkeit ein sogenannter Strichjunge, der in homosexuellen Kreisen verkehrt. Nach übereinstimmenden Aussagen der Zeugen soll er etwa so aussehen. Und dann wird das Phantombild gezeigt, was ich euch jetzt hier auch gerade einblende. Und dann geht es noch um die gestohlenen Gegenstände, die gezeigt werden. Also der Fall ist bis heute ungeklärt und aufgrund des Alters des Falles lässt sich auch im Internet nichts mehr dazu finden. Natürlich wird sich dieser Fall auch nicht mehr aufklären lassen. Oder sagen wir so, mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit wird sich der Fall nicht mehr aufklären lassen. Denn der Fall ist jetzt mittlerweile 54 Jahre her. Und wenn der Täter 20 Jahre alt damals war, ist er heute 74. Also ich glaube nicht, dass sich dieser Fall nicht nochmal aufklären lässt. Aber trotzdem wollte ich ihn euch nochmal vorstellen. Denn auch diese Fälle, meine ich, diese ganz alten Fälle, sind noch interessant. Zumal es ja auch oftmals immer die gleichen Storys sind, weswegen jemand getötet wird, weil diese Geschichten gibt es ja heute auch noch zuhauf, wie ihr wisst. Mann, homosexuell, geht Bahnhof oder ins Bahnhofsgelände, sucht sich so einen Jungen, nimmt ihn mit nach Hause und wird getötet. Das ist also eine Story, die immer und immer wieder auftaucht. Dieses Schicksal hat ja auch schon Sedlmayr und Mooshammer getroffen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!